Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich hier im Stadtmuseum Münster und freue mich, dass wir heute die Podiumsdiskussion anlässlich der Ausstellung Faszination Wissenschaft von Herrn Linde Kölbl hier haben. Und Frau Kölbl ist auch da. Ich wäre Ihnen dankbar für einen kleinen Applaus. Wir sind sehr dankbar, dass wir Cécile Shortmann gewinnen konnte, bekannt durch, sag mal, Funk und Fernsehen, die uns heute durch den Abend geleiten wird. Ihr gebe ich direkt das Wort. Wir freuen uns sehr. Ich möchte beginnen mit einem Zitat. Seit der Mensch mit problemlösendem Denken vor 2,7 Millionen Jahren als Homo habilis in Erscheinung trat, ist er bestrebt, sich durch Beobachtung und Versuch über die Naturkräfte zu erheben. Er ist getrieben, seine Lebensverhältnisse zu verbessern und schuf so über Jahrtausende unsere jetzige Welt. Versuch und Irrtum sind geblieben. Das ist aus dem Vorwort von Herrn Linde Kölbl zu dem wunderbaren Ausstellungskatalog, den Sie vielleicht schon gesehen haben oder auch hier nachher kaufen können, passend zu der Ausstellung. Und da wird schon schön beschrieben, dass eben zur Forschung natürlich auch immer der Irrtum dazugehört. Das zieht sich auch durch die Biografien der WissenschaftlerInnen, die Sie hier im Museum sehen, auch den Porträts von Herrn Linde Kölbl. Die Fotografin hat 60 hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt getroffen, die Besten der Besten, viele NobelpreisträgerInnen, und zwar, weil sie wissen wollte, wie sie ticken, was sie antreibt, weil sie sie herausholen wollte aus dem berühmten Elfenbeinturm und weil sie jungen Menschen mit diesen Vorbildern Lust machen will auf Wissenschaft. Darüber sprechen wir also in den nächsten anderthalb Stunden. Ich sage auch nochmal herzlich willkommen, auch jetzt vor allem an mein Podium, denn Sie haben schon gehört, es ist eine Kooperation mit der Universität. Mit dabei sind die Medizinerin Professor Dr. Luise Erpenbeck und der Informatiker Professor Dr. Benjamin Riss. Auch für die beiden bitte einen Applaus. Beide forschen hier an der Uni und werden uns gleich einen kleinen Einblick geben in das Universitätsleben und worüber sie forschen und inwieweit das auch übereinstimmt mit dem, was Herr Linde Kölbl an Erfahrungen gesammelt hat in ihren Begegnungen. Jetzt kommen Sie doch mal hoch, dann können wir direkt anfangen, Sie drei. Bitte, Herr Linde Kölbl. Jetzt wollen wir erst noch mal ein bisschen was zu Ihrer Idee hören, wie das Projekt entstanden ist. Ich weiß, bei der Eröffnung der Ausstellung haben Sie schon etwas darüber erzählt, aber erstens waren da sicherlich nicht alle da und außerdem ist das einfach spannend. Und ich würde gerne den Vergleich ziehen, denn viele haben Sie ja im Kopf durch dieses Langzeitprojekt Spuren der Macht, wo Sie uns allen bekannt Politikerinnen und Politiker porträtiert haben, und zwar über viele Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Bitte ins Mikro. Okay, das Große dieses Projektes, das waren 8 Jahre, Gerhard Schröder 15 Jahre und Angela Merkel 30 Jahre. Genau, von der haben Sie ja vor kurzem noch mal ein extra Buch rausgegeben, jetzt wo sie schon keine Kanzlerin mehr ist. Was würden Sie sagen, sind die Hauptunterschiede zwischen dieser politischen Welt und dieser Wissenschaftswelt und wo gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten, wenn Sie diese Persönlichkeiten, die Sie so intensiv begleitet haben, vergleichen? Also ich fange mal mit dem Gemeinsamen an, das ist die Besessenheit. Aber es gibt extreme Unterschiede. Also Politiker sind eigentlich, ich würde sagen, Menschen, die also die Öffentlichkeit geradezu suchen. Die müssen fast Exhibitionisten sein, weil sie jeden Tag im Fernsehen sein wollen oder im Radio und in den Zeitungen. Das heißt also, sie müssen sich sozusagen geradezu in die Öffentlichkeit drängen, damit sie wieder gewählt werden. Und sie sind nicht sehr diszipliniert. Die jüngere Generation etwas mehr, aber Disziplin ist nicht die große Stärke. Die Wissenschaftler, wie gesagt, besessen sind sie auch, aber die sind eher introvertiert. Und manche haben wirklich Probleme mit der Öffentlichkeit rauszugehen, über das, was sie tun, zu sprechen. Und sie haben eine ganz große Disziplin. Sie haben eine Gemeinsamkeit noch, eine Beharrlichkeit. Das haben die Politiker auch, weil die Karriere machen wollen. Die Wissenschaftler haben die Beharrlichkeit in der Forschung. Und wenn etwas daneben geht, und es geht oft daneben, also ein Wissenschaftler sagt, 9 von 10 Experimenten sind Fehler.
also dann trotzdem weitermachen und sich nicht entmutigen lassen. Die Politiker, wenn sie stehen dann nach der Niederlage wieder auf, weil sie ja ein ganz großes Ziel haben, vielleicht Kanzler zu werden oder zumindest Minister. Also da ist eine Gleichheit. Wo aber ein großer Unterschied ist, ist bei den Wissenschaftlern, die müssen also wirklich groß denken, offen denken, ohne Grenzen denken, wenn sie also wirklich große Wissenschaftler werden wollen und große Forschung machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dieses ohne Grenzen zu denken und sozusagen keine Angst zu haben, sich was trauen. Dann eben auch diese wahnsinnige Neugierde, das ist also, was die Wissenschaftler auszeichnet. Das haben die Politiker also nicht so sehr. Und natürlich auch bei den Wissenschaftlern ist es so, dass sie in dem Sinne gar keine Grenzen kennen, also geistig in dem Sinne nicht und aber auch zeitlich nicht. Also da, vielleicht gibt es da wieder eine Ähnlichkeit, dass sie manchmal also auch Probleme kriegen mit der Frau oder mit dem Mann, weil sie nicht greifbar sind. Sie sind immer nur entschwinden im Labor. Mhm. Und Politiker müssen natürlich auch in der Öffentlichkeit ständig irgendwo auftreten und irgendwas einweihen oder Grußworte sprechen und so weiter. Also da ist auch diese Auswirkungen, die dann ins Privatleben gehen. Wie ist es mit der Macht? Weil das Politikerprojekt hieß ja Spuren der Macht. Wie haben Sie das empfunden bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Also klar, es ist ein Wissensdurst, es ist vielleicht auch ein Erfolgsdurst. Wie ist es mit der Macht? Ja, also offensichtlich hat man den Eindruck, dass nur die Politiker an der Macht interessiert sind. Aber in der Wissenschaft ist die Macht auch ausgeprägt. Es gibt, also das, da war ich überrascht, man hatte immer das Gefühl, die Wissenschaft ist so hehr und rein. So ist es nicht. Sondern es ist natürlich auch so, dass es darum geht, wer ist der Erste in der Veröffentlichung? Weil nur der Erste zählt. Klaus von Klitzing, der Nobelpreis, sagte, nur die Goldmedaille zählt. Der Zweite zählt schon nicht mehr, über den spricht man nicht. Also wer ist der Erste, wer hat den Ruhm und wer hat dann unter Umständen dann eben auch dann das Geld, also das Honorar oder die Früchte, die finanziellen Früchte, die damit verbunden sind. Also eine Sache ist gerade mit der Genschere, mit dem großen Streit von der Dudner und der Charpentier. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Streit, da geht es eben um viel Geld. Aber es geht wirklich auch um Rivalität in der Wissenschaft, eben ganz starke Rivalität. Und manche scheuen eben auch da nicht mit harten Bandagen zu spielen. Oder eben auch neuerdings immer mehr treten die Fälschungen auf. Mhm. Also es gibt Parallelen, aber sie sind von der Persönlichkeitsstruktur, sind die Wissenschaftler wirklich anders als die Politiker. Sie hat eben vor allem diese Persönlichkeitsstruktur, die ganz verschiedenen interessiert. Was war es vor allem? Warum war es auf einmal die Wissenschaft, wo Sie sagen wollten, da will ich mehr drüber wissen? Und zwar über die Menschen, über die Biografien dahinter. Ja, es ist so, man redet eigentlich nicht über Wissenschaft, man liest etwas über Wissenschaft oder Wissenschaftler und das ist dann alles so abstrakt und man nimmt das zur Kenntnis. Und dann hatte ich also mehrfach auch Vorträge gehört oder bei einer Tagung, wo die also wirklich nur 15 Minuten reden durften, absolut cut. Und da habe ich immer etwas erlebt, dass Wissenschaftler, wenn sie sich zurück kurz fassen müssen, wirklich überlegen müssen, was sage ich, wie sage ich es, sodass es verständlich ist. Und das können die meisten oder viele jedenfalls nicht und da müssen sie es machen. Und das hat mich fasziniert und ich habe gemerkt, wie ich vieles begriffen habe, was ich vorher nicht begriffen habe. Und ich hatte mich auch mit mehreren Wissenschaftlern befreundet und hatte festgestellt, dass das eben doch sehr faszinierend ist und dass hinter diesen sogenannten Wissenschaftlern, die so trocken und so nicht nahbar gelten, dass da aber doch faszinierende Leute sind. Und das war mitten Ursprung, dass ich das begonnen habe. Und ganz bewusst dann aber auch beschränkt habe, nur auf Naturwissenschaftler, nicht auf die Geisteswissenschaftler, weil das wieder eine völlig eigene Disziplin ist. Die denken wieder anders und sind anders. Und deshalb, aber ich wollte die Elite haben auf der ganzen Welt. Und es ging mir auch darum,
dass ich also nicht nur das Theoretische zeige, sondern wirklich, wer sind diese Leute? Wie gesagt, wie sie schon sagte, wie ticken sie? Was treibt sie an? Das heißt also die ganze Persönlichkeit, wie sind sie hochgekommen? Und das ist, geht alles zusammen. Die Wissenschaft und die Art der Persönlichkeit hängt zusammen. Und nur dadurch, wenn man also liest, also auch diese vielen Fehlschläge oder was, wie sie weitermachen, was sie treibt, dadurch gibt es plötzlich ein Spannungsfeld und man interessiert sich für, auch für das, was sie forschten und wie sie das hingekriegt haben. Das heißt also dann, dass ich das so spannend mache, dass sich auch Menschen dafür interessieren, die sich vorher nicht für Wissenschaft interessiert haben. Ich habe festgestellt, dass ich richtig fasziniert war, wirklich auch von den Leuten. Ich war von vielen wirklich zutiefst beeindruckt, muss ich sagen. Ein paar Geschichten hören wir dazu später von einigen der Personen. Sie arbeiten, das ist das Besondere an Ihrer Arbeit, eben nicht ausschließlich mit Fotos, sondern auch mit Texten. Das heißt, die Menschen, die Sie porträtieren, Sie nähern sich ihnen wirklich intensivst möglich und interviewen sie. Diese Interviews sind in dem Katalog zu sehen, zu lesen. Was ist das für ein Verhältnis in Ihrer Arbeit, diese Fotos und die Interviews? Wir werden gleich ein Beispiel auch sehen davon, einen Film. Also in dem Fall sind sie mir beide wichtig oder gleichwertig, muss ich sagen. Ich hätte nur die Fotos hätte ich nicht so spannend gefunden. Es sind halt dann Fotos, wobei ich für diese Sache natürlich schon eine tolle Idee hatte, weil ich auf einem Foto ihre Person habe, ihr Gesicht, also ihre Persönlichkeit, aber gleichzeitig auch das, was sie tun, also ich habe den Forscher und die Persönlichkeit in einem einzigen Bild, weil ich denen gesagt habe, sie sollen das Ergebnis ihrer Forschung oder die Philosophie oder ihre Formel auf die Hand schreiben, also wirklich komprimieren und das dann zusammen und bitte die Hand möglichst eng ans Gesicht und keine weiteren Direktionen, was oder wie sie es machen sollen. Und deshalb kommen dann auch, Sie haben ja der Ausstellung wahrscheinlich gesehen, so tolle Ergebnisse zusammen. Also am Anfang waren sie noch so ein bisschen so steif. Und jetzt sagen sie, können machen, was immer sie wollen. Und dann fingen sie an zu spielen, wissen Sie, so Kinder, die dann so wachsen machen. Also es war einfach toll zu sehen, wie die einfach aufgehen und nicht einem Bild entsprechen müssen, was die Leute von ihnen haben. Also, dass sie frei waren und das Spielerische in ihnen geweckt waren. Also deshalb, und der Text ist mir aber genauso wichtig, weil ich wirklich zeigen wollte, was das für Menschen sind und wie Wissenschaft spannend sein kann und wie die Kombination ist. Und dass man hat ja immer das Gefühl, alles gelingt. Man hört wieder, der hat einen Nobelpreis gekriegt. Aber was das für ein Weg war, wie steinig der war, das hat man keine Ahnung davon. Auch das wollte ich zeigen. Weil und Sie fangen in der Kindheit an und wie dann es überhaupt dazu kam, ja, dass sich diese Menschen für Wissenschaft so interessiert haben, begeistert haben. Ja, das stimmt. Mhm. Und da, ich sehe ja auch, hier sind auch relativ viele Männer her. Also Wissenschaft ist noch eine Männerwelt, aber es löst sich auf, sagen wir mal so. Es ändert sich. Aber ich wollte nur sagen, die Väter und die Lehrer haben eine ganz große Aufgabe. Jedenfalls, ich habe festgestellt, wie die Väter und die Lehrer sozusagen Ausgangspunkt waren für manche Karrieren, weil die mit den Kindern geredet haben, diskutiert haben, wie sie noch Kinder waren, am Abendbrottisch und sie herausgefordert haben. Jetzt wollen wir erstmal von den beiden WissenschaftlerInnen hören. Sie sehen, ich muss immer schon denken, dass die Kritik mitdenken, weil ich benutze dieses Gender-Sternchen, das Böse. Sehen Sie es mir nach. Das ist eine andere Diskussion. Also wir haben jetzt zwei, die schon viel erreicht haben, den Nobelpreis aber noch vor sich und die werden uns jetzt ein bisschen was erzählen aus ihrer Welt. Und ich fange mal an mit Frau Erpenbeck. Wie sind Sie zur Wissenschaft gekommen? Wie zielstrebig, wir haben es gerade von Frau Boetius gehört, war Ihr Weg dahin? Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen schmunzeln müssen, als Sie das von den Vätern erzählt haben, weil bei mir war es tatsächlich genauso, dass ich wusste schon sehr früh, dass ich Forscherin werden möchte, weil ich habe einen Vater, der ist Physiker, und der hat genau das gemacht, hat immer mich mit rausgenommen, hat immer alle Fragen bekräftigt, erklärt und
Nachfragen war sozusagen immer das, also wir haben ständig über diese Dinge diskutiert. Die Medizin ist bei mir tatsächlich viel später dazu gekommen. Und als ich dann irgendwann festgestellt habe, ich möchte nicht nur Wissenschaft machen, sondern eben auch direkter den Leuten helfen noch. Ich habe lange Zeit gedacht, ich würde Chemie studieren und habe dann relativ spät mich entschieden, eben Medizin zu machen, aber immer mit der Idee, aus der Medizin raus zu forschen und das dann auch zu kombinieren. Und genauso ist es dann gekommen, den Chemiker habe ich dann geheiratet. Und, genau. Aber sagen Sie uns noch mal ein bisschen genauer, also Sie sind 50% praktisch tätig sozusagen in der Medizin, genau. Und 50% forschen Sie. Was ist das für ein Spannungsfeld? Wie lässt sich das ergänzen? Was sind auch die Herausforderungen dabei? Also ich bin ja noch nicht ganz so lange hier in Münster. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt ungefähr hier in Münster und das war auch, sage ich mal, eine, ich bin eben auch mit dieser Idee gekommen, dass es sich hier sehr gut verwirklichen lässt, diese Forschung und diese Kombination, und mache das aber schon sehr lange auf diese Art und Weise, dass ich zum Teil im Labor bin und zum Teil in der Klinik, und das ging mal besser und mal schlechter. Also in der Phase, wo ich Assistenzärztin war und, sage ich mal, intensiv, sage ich mal, in der Klinik eingesetzt war, war es natürlich dann schon auch manchmal Feierabendforschung, wobei ich immer das Glück hatte, dass ich auch da, wo ich vorher war in Göttingen, einen Chef hatte, der das sehr unterstützt hat und auch ein sehr guter Mentor war und mir das immer möglich gemacht hat und auch immer das Potenzial gesehen hat. Ich glaube, diese vulnerable Phase, sage ich mal, gerade bei den Medizinern auch, ist es sehr wichtig, dass man gute Mentoren an seiner Seite hat. Ja. Bei Ihnen war es abgesehen vom Mentor auch der Vater, ne, der einen Einfluss hatte, oder habe ich das richtig im Kopf? Die Mütter müssen noch nachziehen. Noch weiter vorher, also das war, In der Kindheit schon. In der Kindheit schon, genau. Ja. Okay. Erzählen Sie uns doch nochmal, was Sie forschen genau. Also Sie sind in der Dermatologie tätig. Und worum geht es da genau? Für Laien erklärt. Ja, also ich bin in der Dermatologie tätig. In der Forschung mache ich allerdings, beschäftige ich mich vor allem mit dem angeborenen Immunsystem und gucke mir da sowohl auf der Einzelzellebene an, wie das Immunsystem zum Beispiel Krankheiten abwehrt. Und da interessiert mich ein Mechanismus ganz besonders. Wir wissen nämlich schon seit Längerem, dass bestimmte Immunzellen, die neutrophilen Granulozyten, ihre DNA auswerfen können, wie so eine Art Fischernetz, und damit zum Beispiel Bakterien einfangen können. Wir wissen aber auch, dass das nicht in jedem Fall gut ist, sondern dass diese Fischernetze auch ganz viele für den Körper giftige Substanzen quasi mit ausschleusen. Und wenn das zu viel ist, dann haben wir so eine Entzündung, die quasi dann ein bisschen Überhand nimmt, und die muss dann wieder eingefangen werden. Und bei manchen Leuten, bei manchen Erkrankungen passiert das, kann das eben nicht gut funktionieren. Und deswegen gucke ich mir sozusagen die einzelnen Zellen an, aber dann natürlich auch an, welche Rolle das in bestimmten Hauterkrankungen spielt, zum Beispiel in der Schuppenflechte. Herr Risse, Sie forschen im Bereich der Informatik mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen, sprich KI, künstliche Intelligenz und maschineller Bildanalyse. Was hat Sie dorthin geführt? Ich kann nicht sagen, dass es so eine Person gab. Bei mir war das eher vielleicht aus der Jugend heraus immer so eine kritische Einstellung, rebellische Phase. Und damit ist man so und so weit gekommen. Und an der Uni habe ich zum ersten Mal erlebt, dass man mit diesem kritischen, alles Hinterfragenden eigentlich doch produktiv weiterkommt. Und man ist in einem ganz anderen Ökosystem, man trifft sich mit Leuten und diskutiert vielleicht auch, so wie man sich das vorstellt, tatsächlich auch politisch dann. Und dann geht es in jeden Lebensbereich. Und dieses kritische Ökosystem, wo man in alle Richtungen denken darf, die Leute dem gegenüber offen sind, das hat mich in der Tat gereizt und vielleicht auch drin gehalten. Wäre vielleicht für mich sogar die Hauptzutat des akademischen Arbeitens. Gar nicht so sehr das Akribische, das auch, also wie der Politiker von mir aus, aber eben auch das Kritische, dass man die ganze Zeit Dinge auseinanderhält. Das ist also im eigentlichen Wortsinne. Aber das Rebellische, das kommt auch bei anderen vor. Das kommt in Ihren Gesprächen immer wieder mal, dass man einfach, dass schon in der Jugend irgendwie gefühlt wurde, ich bin irgendwie anders, ich falle da raus, ich muss was anders machen, ich muss gegen den Mainstream angehen. Also das ist interessant, ja, dass viele auch von sich gesagt haben, dass sie Außenseiter waren. Mhm. Ja, also diese Außenseitergeschichte hat sich nicht bei allen natürlich, aber ist doch schon ein roter Faden, der sich durchzieht. Und bei den Mathematikern noch besonders, speziell der japanische, den wir ja hier noch sehen werden. Das Foto, das hätten wir, glaube ich, da. Das, ja? Ne, das ist Francis Arnold, ne, glaube ich. Aber genau, ist er das? Ja. Ja, das ist er. Der sagte eben, da haben sich die Eltern gar nicht für ihn interessiert. Aber, und er war auch faul in der Schule, also es war so ein bisschen Außenseiter, er kam nirgends nicht ganz zurecht, also, aber dann
Das Einzige, wo er Interesse plötzlich gemerkt hat, was ihn interessiert, waren die Zahlen. Und da ist er also dann richtig abgefahren auf Mathematik und sonst auf nichts. Und dann war es so, dass in der Schule hatten sie immer so eine, in der Früh so eine Art, nicht rechnen, aber so eine Aufgabe vom Lehrer bekommen, die sich mit Zahlen, also mit Mathematik beschäftigt hat. Und er war der Einzige, der alles wusste, alle Zahlen. Und er hat dann, sonst kriegte man immer so ein Stück Kuchen, und er hat also dann den ganzen Kuchen geschenkt. Und er sagte, er hat den Lehrer gebeten, dass er mit ihm nach Hause geht. Er hat sich nicht nach Hause gehen trauen, weil die Eltern gesagt haben, du hast denn mit dem irgendwas, nicht gestohlen, aber irgendwas hast du gemacht haben, du bist doch sozusagen, du taugst ja nichts, ungefähr nach dem Motto. Also ist der Lehrer mit nach Hause gegangen und dann sagt er, haben ihn die Eltern gelobt, das war das erste Mal, dass er gelobt wurde. Mathematik ist ein großes Feld, aber wir machen es jetzt ein bisschen konkreter, Herr Risse. Sie möchten, mal salopp gesagt, Computern das Sehen beibringen. Wobei nur ergänzend dazu, dem muss ich recht geben, Mathe war das Fach aus der Schule, was mich in die Mathematik und Informatik getrieben hat. Also so ein bisschen habe ich mich da wieder gefunden. Auch wenn ich nicht so eine Anekdote da vielleicht gerade habe. Ja, aber in der Tat, es ging dann darum, als ich Informatik und Mathematik studiert hatte, auch hier in Münster. Damals war es noch sehr mathematiklastig, das Studium. Und man konnte sich da so ein bisschen freier bewegen. Es war noch ein Diplomstudiengang. Dann war die Frage, was man danach machen will. Und im Grunde anschließend, also an Ihre Frage, in Ihre erste Frage anschließend, was mich inspiriert hat oder was Spaß gemacht hat, war die Tatsache, hier sind kritische Leute und hier ist man in einem Ökosystem, wo man Widerspruch geben darf, wo Leute anfangen, das aufzugreifen, dann damit anfangen zu arbeiten. Und das hat mich inspiriert, da habe ich gedacht, das macht Spaß, das könnte ich mir an der Uni doch vorstellen, auch weiter zu arbeiten, so kam es vielleicht, auch vielleicht der erste Mal der Gedanke zu promovieren. Und dann war die Frage, was promovieren? Und in der Tat bin ich damals in die Falle getappt, so ein bisschen vielleicht, Computer und es war nicht zur Hochzeit von der künstlichen Intelligenz wie jetzt. Es war noch so ein Nischenthema, der Hype war noch nicht da. Und ich habe aber gedacht, oh gut, Informatik, Neurobiologie, das hatte ich auch als Nebenfach Biologie, das könnte ja vielleicht ganz gut sein. Und bin dann zu einem Neurobiologen gegangen. Und der hat dann mich mit offenen Armen empfangen, war extrem motivierend. Und so hat sich das ergeben. Und auf der anderen Seite kam dann auf natürliche Art und Weise, weil die auch historisch ein bisschen zusammenhängen, die Fächer, die Bildanalyse dazu. Und das sind genau so in einem Satz, wenn ich sagen muss, was ich tue, ist das den Computern das Sehen beizubringen. Sprich, ich halte eine Kamera hier in den Raum und der Computer würde zählen, wie viele Leute sitzen hier automatisch. Also irgendeine Information aus Bildern ziehen. Und da sind die Machine Learning Algorithmen gerade sehr erfolgreich. Und so bin ich da, will ich sagen, reingestolpert, weil es mich schon am meisten interessiert hat. Aber sukzessive dazu gekommen, diese Subdisziplin in der Informatik zu wählen. Was fasziniert Sie daran besonders? Also das Mathematische in der Tat, das stimmt schon. Das ist, also bei uns ist ein Bild eine Matrix. Es ist also kein Bild, nichts Qualitatives, sondern was Quantitatives. Und dann ist man direkt in der linearen Algebra und dann auch direkt in der Stochastik relativ flott. Das macht schon Spaß, weil es angewandte Mathematik ist. Vielleicht war das so das erste Mal, wo man so diese erhebenden Aha-Momente hatte, weil auf einmal Sachen Sinn gemacht haben, man das anwenden konnte. Und dann ging das weiter, dass gerade beim Programmieren oder als Informatiker das ja auch eine unheimlich produktive Arbeit ist. Also man hat nicht nur ein Theorem, was man sich überlegt und dann macht man seine Experimente und die Experimente sehen ganz gut aus, ist immer ein bisschen fuzzy, aber eigentlich kriegt man seine Antwort. Statistisch ist das wohl so. Das ist in der Informatik anders, man ist mehr Ingenieur dann wiederum, man setzt die Mathematik in einem Algorithmus um und es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es dann klappt, das kann auch ein gewisses Suchtpotenzial hervorrufen und ja, so kommt eins zum anderen. Sie sagen, dass die KI einen Hype erlebt, ja, aber andererseits ist natürlich auch immer wieder Skepsis da. Wenn Sie jetzt den Computern beibringen zu sehen, dann werden Sie den Menschen noch ähnlicher. Was sagen Sie denen, die das kritisch beäugen und ihnen sagen, hey, was machen Sie da? Erstmal finde ich es gut, dass die es kritisch beäugen, ein Grund, warum ich in der Uni geblieben bin. Ich glaube, dass was den Hype ausmacht, ist die Tatsache, dass es überschätzt wird. Also die Algorithmen können oder die Verfahren dahinter, die mathematischen, können einige Dinge sehr gut, ja. Zum Beispiel Chatbots oder in Bildern gewisse Dinge erkennen, da sind sie sehr, sehr stark. Oder auch in biomedizinischen Bildern, vielleicht Tumorvorhersage und das vielleicht sogar besser
als ein Arzt, zumindest für ganz bestimmte Phänotypen. Und man muss auch echt vorsichtig sein, wenn man sowas sagt. Unterm Strich wäre der Arzt doch noch äußerst relevant, auch zentral. Aber abgesehen davon, ich würde entgegnen, dass wir über Kolibri-Funktionalitäten sprechen, wo der Algorithmus das gut kann. Aber das, was im Hintergrund ist, was so ein bisschen aus Science Fiction kommt und sich vielleicht gerade mit Science vermischt, ist eigentlich noch nicht Realität. Also auf meinen Konferenzen gibt es keinen Terminator. Man hat keine Angst, dass irgendwie jetzt demnächst große Entscheidungen, wirklich die Gesellschaft betreffenden Entscheidungen von Algorithmen gemacht werden. Da wollen wir immer noch Juristen und Politiker haben und Leute, die vielleicht auch das Menschliche mitbringen, wenn man das doch so sagen möchte. Und dementsprechend würde ich denen sagen, macht euch nicht verrückt. Ein paar Sachen sind die gut, so wie jede Technologie ein paar Sachen gut ist, aber ein paar Sachen ist der Mensch nicht wegzudenken. Und das wird auch ganz sicher, keine Glaskugel, aber in den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus bestimmt so bleiben. Wo Sie das gerade sagen, ich glaube, es gibt doch schon Urteile, die gesprochen werden mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz, weil einfach man in manchen Bereichen, ganz vorsichtig, ja, festgestellt hat, dass wenn einfach ein Computer alle Fälle, die diesbezüglich mal voraufgekommen sind, kennt, dann kann er so und so ein Urteil fällen, was eventuell verlässlicher ist als vom Menschen. Ich weiß es nicht, es ist jetzt alleinhaft, aber es gibt es alles. Gibt es. Und da muss man aber unterscheiden, das ist eher in dem angelsächsischen Raum, also in den Vereinigten Staaten, deren Rechtssystem basiert viel mehr auf Präzedenzfällen und die quantifizieren auch viel mehr. Die sagen, ein Leben ist weniger wert als zwei. Das kriegt man im deutschen Rechtssystem nicht so richtig hin. Da sagt man, ein Leben ist unendlich viel wert und man kann das nicht gegeneinander abwägen. Aber ich glaube, wenn man so einen quantitativen Rechtsanspruch hat, wo man meint, bezahlen, rechtliche Dinge abwägen zu können, wenn man so einen Kulturkreis im Hintergrund hat, ist das bestimmt denkbar. Hier mit den Juristen auch in Münster auch schon viele Diskussionen gehabt, mir die ein oder andere blutige Nase geholt. Die sind da wesentlich rigoroser, aber auch mit sehr, sehr guten Gründen und haben ihr Handwerkszeug auch da sehr, sehr gut. Also in Deutschland sehe ich es noch nicht. ChatGPT ist gerade so ein Thema, wo man das Gefühl hat, es könnte den Alltag sehr beeinflussen. Frau Erpenbeck, weil Frau Kölbe gerade schon gesagt hat, also Kunst und Wissenschaft kommen sich auch in manchen Bereichen nah. Wie nehmen Sie Ihre Annäherung an die Wissenschaft wahr? Wie geht Ihnen das, wenn die Wissenschaft mal so exponiert wird? Ich finde das natürlich großartig. Deswegen machen wir, glaube ich, auch hier mit, weil wir diesen Ansatz sehr spannend finden. Und was ich auch besonders toll finde, ist, dass sozusagen jemand aus einer ganz anderen, also eigentlich einer anderen Branche sich dem so nähert und dann eben auch diese Parallelen aufdeckt oder auch diese Gemeinsamkeiten unter den Wissenschaftlern. Also ich meine, wir machen ja halt eigentlich, also man denkt, pausiert ja sehr selten und sagt sich, warum bin ich eigentlich Wissenschaftler, was ist jetzt mein, was macht jetzt meinen Charakter aus und so. Und deswegen finde ich das schön, dass man eben so einen Schritt zurückgeht eben und so schaut, was haben die denn gemeinsam, diese Wissenschaftler, was sind so die Eigenschaften, die alle verbinden, was sind vielleicht auch in den Subdisziplinen Unterschiede. Und natürlich finde ich das auch ästhetisch, also ganz wunderbar gemacht natürlich, ja. Ein Zitat, glaube ich, aus der Ausstellung ist, man braucht eine unmögliche, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber man braucht eine unmögliche Kombination aus Flexibilität und Beharrlichkeit, um es in der Wissenschaft zu schaffen. Würden Sie das unterschreiben? Ist das eine allgemeine Formel? Also es ist sicherlich ein wichtiger Faktor, dass man, ich hätte es vielleicht anders ausgedrückt, ich hätte gesagt, man braucht auf jeden Fall beharrlich sein und sag ich mal, man braucht einen großen Enthusiasmus, man muss sehr kritikfähig und leidensfähig letzten Endes sein und braucht eine sehr große Beharrlichkeit insofern und muss aber gleichzeitig natürlich sich immer neue Gegebenheiten anpassen. Eben wenn 9 von 10 Versuchen nicht klappen, dann denkt man halt, dann orientiert man sich am 10. und sagt, wie gehe ich von da weiter? Also von daher ist das natürlich genau das, was wir die ganze Zeit machen. Wir sozusagen denken und stellen Hypothesen auf und überprüfen diese Hypothesen und gehen von da Schritt für Schritt weiter. Die Nobelpreisträgerin Françoise Barré-Sinoussi meinte scherzhaft, es ist wie ein Eintritt ins Kloster. Sie müssen auf viele Dinge im persönlichen Leben verzichten. Würden Sie das bei Ihnen auch sagen? Also ich empfinde das jetzt nicht als Verzicht. Ich finde das eigentlich, also bei mir ist es vielleicht anders, weil ich ja noch gleichzeitig die Medizin habe und ich habe die Wissenschaft immer eher als Bereicherung zusätzlich zur Medizin empfunden und auch immer das Gefühl, wenn es irgendwo an einer Stelle nicht klappt, dann habe ich noch das andere, was beides quasi manchmal mich frustriert, aber doch die meiste Zeit mir auch sehr viel Spaß macht. Von daher würde ich das jetzt nicht sagen. Ich habe vielleicht auch
durch meine private Situation, eben mein Mann ist ja auch Wissenschaftler, auch das Glück, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der das gut versteht, der es auch versteht, dass es natürlich alle sagen, ja, der Antrag hat nicht geklappt, komm, nimm es nicht persönlich, und man natürlich das jedes Mal persönlich nimmt, oder? Verstehen also Ihre Kinder das auch schon? Die sind, glaube ich, noch ziemlich klein, ne? Was Sie da, Ihre Kinder sind, glaube ich, noch ziemlich klein, aber verstehen die das auch schon, ja, was also, Sie beide da so... Ja, also 6 und 10. Okay, 6, 10, okay, der 10-Jährige mal mindestens, okay. Genau, nee, doch, ich glaube, die verstehen das gut und... Also ich glaube auch, die verstehen den Spaß dran und die fragen natürlich auch nach, was macht ihr da, und gucken auch oft dann, wenn wir zu Hause jetzt arbeiten, was ist das, was sind das da für bunte Zellen, was machen die da so, und das ist auch, glaube ich, das, wo wir jetzt auch schon versuchen, bewusst oder unbewusst auch bei unseren Kindern so ein bisschen diesen Samen zu legen, dass man sich eben interessiert, dass man eben mit offenen Augen durchs Leben geht so. Auch Sie als Mutter, nicht auf nur jeden die Väter, Fall. Genau. Ja, auch ich als Mutter, genau, und ich als Vater. Müssen Sie auf viel verzichten, Herr Risse? Ja, also es ist schon sehr zeitintensiv, das würde ich unterschreiben. Auf der anderen Seite, wenn man sich vor Augen führt, ich glaube in jedem Beruf, wenn man Vollzeit arbeitet, die meiste Zeit seiner wachen Lebenszeit verbringt man bei der Arbeit. Und dann ist die Arbeit an der Uni, weil sie eine unheimlich befriedigende und eine schöne ist, wenn man unendlich viele Freiheiten hat, eine wahnsinnig privilegierte. Und dann, glaube ich, ist das nicht... kann man das nicht so ganz gegeneinander abwägen. Man kann nicht sagen, viel Zeit, man gibt viel auf. Naja, man geht aber vielleicht auch gerne zur Arbeit. Und das ist ja auch unendlich viel wert, ja, wenn man sich von vornherein... Viele in der Ausstellung, und das habe ich öfters mitgekriegt, die haben in den Interviews gesagt, dass eben es diese geistige Freiheit ist, die so faszinierend ist, was sozusagen dann die Einschränkung im Alltag wettmacht. Ja, das ist dafür, dass sich alles lohnt. Ne? Das kam immer wieder. Das kam immer wieder. Also die geistige Freiheit, das war durchgehend etwas. Also eine der größten Motivationen, warum Leute an der Universität sind, also forschen. Wirklich, das haben alle gesagt. Und dass man Industrie natürlich sehr viel eingeschränkter ist, weil man natürlich zielorientierter arbeiten muss. Mhm. Aber, und das ist ja auch, die Grundlagenforschung ist natürlich etwas, was manchmal angegriffen wird, weil es ungefähr, was bringt's? Aber aus der Grundlagenforschung sind so viele Dinge entstanden, weil man die sozusagen einfach mal forschen kann. Man könnte sagen, spielen kann. Spielen darf man, ist dann nicht das richtige Wort. Aber im Prinzip müssen die Forscher auch spielerisch sein, weil sie sonst, also dieses Spielerische gibt diese Freiheit wieder. Und ich denke, das ist etwas, warum also zum Beispiel Max-Planck-Institute, die haben keine Lehraufträge, sondern können wirklich forschen und haben ein großes, also wirklich großes Budget, wo sie frei sind zu forschen, also wenn sie von Max Planck sind. Und das, ich habe festgestellt, von woher die meisten Nobelpreisträger kommen. Also von Deutschland sind es absolut Max Planck Forscher. Also das ist, und da ist sicherlich eine Grundlage dabei, weil sie eben diese Voraussetzungen haben. Und um nochmal hier anzuknüpfen natürlich, man muss etliches aufgeben natürlich, aber erstmal die Gesellschaft ändert sich etwas. Das sind jetzt schon die Erfolgreichen und sozusagen, das ist die nachkommende Generation. Die hat schon wieder andere sozusagen Voraussetzungen für ihr Forschen und für ihr Leben. Aber die, die sind, sind alles noch sozusagen, die noch härteres und anderes erlebt haben. Deshalb würde ich sagen, ist jetzt sozusagen das Aufgeben vielleicht nicht mehr ganz so stark, also zumindest bei Frauen. Also wenn Sie da durchgehen zwischen die Biografien, kann ich Ihnen sagen, die Frauen, die den Nobelpreis gekriegt haben, also wie zum Beispiel Nüsslein Vollhardt oder... Die haben wir auch im Frohtauf, Frau Nüsslein Vollhardt. Die einzige deutsche Nobelpreisträgerin. Die einzige deutsche Nobelpreisträgerin. Ja, aber die hat noch solche Demütigungen erfahren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie mit der umgegangen worden ist. Oder zum Beispiel hatte sie sich um eine Professorenstelle beworben und dann hat der Präsident sie mit Frau Nürnberger angesprochen und hat gedacht, sie sei eine Juristin. Hat sich also mit ihr überhaupt nicht mal beschäftigt. Und dann ist sie rausgegangen, hat heulend ist sie im Regen zu ihrem Auto dann gegangen. Also sie hat, oder auch die andere Stelle, hat sie nur deshalb, haben sie ihren Mann zur Seite gestellt, weil sie dachten, sie alleine schafft es nicht. Also sie hat also Demütigungen gekriegt, ganz, ganz große. Und das ist sicherlich auch etwas, was dann manchmal auch hart macht. Aber das sind die Frauen, die sich so durchkämpfen müssten. Oder Frances Arnold, diese amerikanische Nobelpreisträgerin. Die hatten wir vorhin schon gesehen. Ja, genau. Also auch eine
tolle Frau, muss ich sagen. Aber die hat dann hat der Präsident von der Uni gesagt, warum sie denn so aggressiv sei. Ich sagte, das ist lebensnotwendig, sonst wäre sie hier schon untergegangen. Und wie sie dann ihr Kind gekriegt hat, ist sie halt mit dem Baby unterm Arm nach 2 Wochen schon wieder im Labor gestanden. Das wollte ich nur sagen, das sind die Biografien dieser Frauen, die den Nobelpreis gekriegt haben. Und heutzutage geht es schon besser und die Männer denken anders, die Gesellschaft denkt anders. Und deshalb muss man vielleicht, oder Gott sei Dank, müssen die Frauen dann nicht mehr um so viel verzichten, wie sie es früher gemacht haben. Herr Riss, Sie wollten was sagen, aber trotzdem jetzt erstmal Sie dazu, Frau Erpenbeck, weil Frau Kölbe-Sachs hat sich geändert. Wie sehr hat es sich wirklich geändert? Was würden Sie noch mehr sich wünschen, um Frauen auch in diesem Job erstens mehr zu unterstützen, was auch Kinder und so weiter angeht, aber auch die Anerkennung? Also ich glaube, es hat sich geändert und es ändert sich noch weiter. Also ich merke sozusagen jetzt schon, wenn ich mir die nächste Generation jetzt anschaue, also die jetzt sozusagen nachkommen, die wir versuchen auch zu rekrutieren, dann ist es ganz klar so, dass die viel stärker abwägen, bringt mir das was und wie ist meine Work-Life-Balance? Und also ganz ehrlich, Work-Life-Balance, das ist ein Wort, da habe ich überhaupt, also da, ne, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe halt also damals und natürlich ist es auch so, dass die, Gott sei Dank, ja auch die Universitäten sehr stark darauf reagieren. Und also es gibt jetzt diese klinischen, also jetzt in meinem Gebiet diese klinischen Scientist-Programme und letzten Endes gibt es jetzt fast auf jeder Karrierestufe irgendwie eine Unterstützung und natürlich wird bei jedem SFB evaluiert, gibt es Frauenförderung, gibt es Kindergärten, gibt es Gleichstellungsbeauftragte, gibt es Kindergärten, gibt es Kinderbetreuung bei den Tagungen und so weiter und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Weg, auf dem wir da sind. Denke ich, du hattest, glaube ich, noch ein bisschen noch ein paar andere Aspekte da, aber also ich habe persönlich eigentlich das Gefühl, dass es diesbezüglich große Anstrengungen gibt. Und auch was die Anerkennung angeht. Also Sie müssen nicht, Sie werden nicht für, weiß ich nicht, die Assistentin gehalten, wo Sie eigentlich sondern man traut es Ihnen zu. Ist mir jetzt eigentlich nie passiert so in der Art, dachte ich, bis vor kurzem. Und zwar, also ich hatte eine Anekdote, wo ich hier, sag ich mal, wo ich hier nach Münster gekommen bin, da muss man ja auch, also verhandelt man ja auch mit der Universität und hat eben auch unabhängige Berater, die einen dann beraten. Und dann habe ich irgendwann nach dieser Beratung festgestellt, dass ich vielleicht gar nicht so optimal beraten wurde, wie ich gedacht hatte und habe dann nochmal nachgefragt und dann hieß es, ja, die Frauen, das wissen wir schon, die legen nicht so einen großen Wert auf das Gehalt, das machen mehr die Männer. Die Frauen, da sind die Lifestyle-Sachen wichtiger. Und ich dachte so, ja, hätte man mich auch fragen können, ne, ob ich auf mehr Gehalt irgendwie also Wert lege. So. Und also, dass das immer noch so vorausgesetzt ist, fand ich total schockierend. Also, und es war aber das erste Mal, dass ich so dachte, ach, guck mal, da sind so die Unterschiede. So, ne? Also, aber ja. Herr Risse. Ja, genau. Sag ich vielleicht erst dazu was. Ich glaube schon, dass sich da was geändert hat. Ich kann es natürlich für die Frauen in der Wissenschaft nicht wirklich sagen. Auf der anderen Seite, ganz so viel wird sich nicht ändern können, glaube ich. Weil auf der anderen Seite, wir haben gerade von Nobelpreisträgern, also Goldmedaillen gesprochen. Wenn wir es auf den Sport übertragen, wenn man eine Goldmedaille haben will im Olympia, opfert man sein Leben dafür, Spitzensportler zu sein. 5 Tage die Woche und immer. Und die Forschung, akademische Forschung, ist ab da ist man bei Olympia dabei. Also man ist vielleicht auf den hinteren Plätzen, aber man konkurriert mit den Goldmedaillenleuten, mit seinen Forschungen, mit seinen Ideen, mit seinen Anträgen. Entsprechend, glaube ich, liegt das so ein bisschen an der Sache an sich. Den genialen Forscher, der irgendwie in der Dusche steht und denkt, Dings, habe ich die Idee, jetzt habe ich das Paper, den gibt es, glaube ich, nicht. Sondern das ist ein Trainingsding, man muss Zeit investieren, man muss sehr viel Zeit investieren, wenn man gut sein will. Es gibt ein ganz paar Ausnahmen, denen ist es in die Wiege gelegt, aber das sind die Ausnahmen, die die Regel vielleicht bestätigen. Die Mehrzahl der Forscher, die ich kenne, opfern sich natürlich auf dafür und verbringen vielleicht auch mehr Zeit in dem Beruf als in anderen. Das würde ich sagen, hat sich gar nicht so sehr verändert, kann sich aber wahrscheinlich auch nicht ändern, weil man will nicht einen 9-to-5-Job machen, sondern man will in irgendeiner Forschungsrichtung Weltklasse bis zu einem gewissen Punkt werden. Also Weltklasse in so dieser Olympia-Metapher, also gut werden, die Sachen verstehen und was dazu beitragen zum Wissenskanon. Und das impliziert eigentlich immer Training wie für eine Goldmedaille und das impliziert immer Zeitaufwand. Stimmt absolut. Also ich muss Ihnen sagen, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und es ist so, ich habe ja auch so viele Menschen fotografiert oder auch interviewt, also Spitzenleute, bekannte Leute. Und ich habe einfach immer festgestellt, dass diejenigen, die wir kennen als Spitzenleute, sei es in der Kunst, sei es im Sport, ganz gleich, sei es Musiker,
ganz gleich wo, welches Fach. Das sind alles Leute, die absolut sozusagen sich hingeben, absolut trainieren, auch als Musiker, stundenlang. Und sie kriegen keine Goldmedaille in Wimbledon oder kriegen auch hier kein Nobelpreisträger, wenn sie nicht viel, viel mehr geben als sozusagen normal. In allen Berufen, in allen Fächern. Und wenn ich jetzt, und das habe ich mein ganzen Berufsleben erfahren, also sozusagen an den Biografien gesehen. Und wenn ich heute immer höre, nein, ich will den Job nicht verdienen, eigentlich genügend, nein, das ist mir zu stressig, oder so viel von der Life Balance höre, das verstehe ich vollkommen für den Einzelnen, weil sie dann mehr Leben haben und privates Leben haben. Wenn ich aber die Gesellschaft als solches sehe, dann sage ich mir, was soll das werden? Ein Land, wo die Leute kein Interesse haben und ihnen das bequeme Leben viel wichtiger ist und kein Interesse haben, wie gesagt, auch die Goldmedaille zu holen. Ich frage mich, was ist da die Zukunft? Es geht eindeutig rückwärts, nicht vorwärts. Ganz gleich, was sie tun und wo sie sind. Aber wie beobachten Sie das in Ihrer Generation? Also weil Sie sagt, es geht zurück. Gibt es sehr viele Menschen jetzt in Ihrem Alter oder jünger, die für die Wissenschaft brennen und sagen, das wollen wir machen? Oder ist es tatsächlich so, was ja auch Frau Kölbels Anliegen ist, dass man junge Menschen wirklich wieder ranziehen muss, sagen muss, hey, das ist faszinierend, das ist toll, auch wenn es nicht so gut bezahlt ist, auch wenn ihr irgendwie einen langen Weg vor euch habt? Also ich erlebe das ganz klar so, dass es deutlich schwieriger geworden ist, Leute zu gewinnen. Und natürlich kann man alles mögliche Ebenen und diese Programme machen und Kinderbetreuung anbieten, aber so wie wir auch jetzt gesagt, das ist letzten Endes ist das kein Ersatz dafür, dass man diesen Enthusiasmus und diese Bereitschaft halt einfach mehr zu leisten, ne, trotzdem mitbringen muss. Man kann das anstoßen, man kann eben bestimmte Sachen glätten, aber das muss trotzdem aus intrinsischer Motivation kommen. Und das, also ich, bei uns erleben wir mal, dass es doch schwieriger wird, dass eben dadurch, dass das irgendwie auch das sich so in diesem Umfeld, also auch, es ist ja immer so ein bisschen, man guckt ja, was die anderen so machen, ne? Und wenn dann die anderen sagen, bist du blöd, hier noch länger zu hocken abends, bis um 10 zu forschen, warum machst du das? Ich hatte irgendwie bei mir das Gefühl, dass es eher so noch ein bisschen höher angesehen war, dass es eben, das war was sozusagen, was man gemacht hatte, wenn man irgendwo hin wollte, was man auch brauchte, um zum Beispiel jetzt dann höhere Positionen zu erreichen. Ne? Das war gar keine Diskussion. Und jetzt mittlerweile ist es so, eigentlich braucht man ist es keine Qualifikation, die man unbedingt mehr braucht, zumindest in der Medizin jetzt, ne? Dass man jetzt sehr großartig geforscht hat. Und von daher fragen sich eben, also ich empfinde das schon als sehr, sehr schwierig inzwischen. Ein Zitat beschäftigt mich noch an der Stelle, das hat der Chemiker gesagt, Detlef Günther, Forscher sein kann man nicht lernen, das ist eine Intuition. Wir kennen das von Kindern natürlich, dass sie, also Kinder sind grundsätzlich erstmal sehr wissbegierig. Irgendwann, also unterscheidet sich das ein bisschen, die einen sind wissbegieriger als die anderen. Würden Sie das unterschreiben, was er sagt? Also ist das eine Intuition oder kann man das lernen? Also ich glaube, diese Neugier, die man mitbringt, das ist ein ganz zentraler Punkt, den man aber wie gesagt, eigentlich haben den ja alle Kinder, mehr oder weniger. Ja, also. Die Kinder vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass sich das alle bis ins Erwachsenenalter erhalten. Mhm. Aber also, da möchte ich einsetzen mit Richard Sayer. Mhm. Das ist einer der Physiker, der in Stanford ist. Den haben wir ist. Auch im Bild, Richard Sayer. Richard Sayer, der ist mit den Händen mit den zwei Fragezeichen. Ja, genau. Ja, mit den zwei Fragezeichen. Und also denn, wie ich das Interview gemacht habe, das habe ich heute noch in Erinnerung, weil das wirklich auch ein Genuss war, also weil er einfach so eine tolle Persönlichkeit ist. Und wie ich ihn übrigens gefragt habe, what's about success? Dann hat er mir eben gesagt, 9 von 10 Experimenten sind Fehler. Und also da muss man dann einfach trotzdem weitermachen. Und dann, darum die beiden Fragezeichen. Ja, genau. Und dann kommt das eben, dann hat er gesagt, dass man nie erwachsen werden soll. Das ist es. Und deshalb ist meine Antwort darauf mit der Neugierde. Wir sind geboren worden mit großer Neugierde. Die Kinder sind alle neugierig. Und die wird sozusagen, die geht mit der Zeit verloren. Werden sie nicht erwachsen? Also nicht, ich rede nicht von kindisch sein, sondern Kinder, also neugierig sein wie die Kinder. Das ist so elementar. Und dass man das, also das wird abtrainiert in der Schule und in der Gesellschaft. Also
werden Sie auch nicht erwachsen. Weil Sie nämlich etwas behalten, was Ihr Leben reicher macht. So, jetzt haben wir Sie schon erwähnt, weil jetzt haben wir einen also einen Einblick bekommen in die Innenwelt der Wissenschaft. Jetzt öffnen wir das Ganze mal in die Öffentlichkeit, weil der Wissenschaftsstand oder die Wahrnehmung der Wissenschaft, das kann man sicherlich feststellen, hat sich bei uns allen seit der Pandemie irgendwie verändert. Also vorher war das noch viel mehr, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem eben berühmten Elfenbeinturm geforscht haben. Auf einmal haben wir gesehen oder ist über eine ganze Zeit lang uns von Wissenschaftlerinnen und Forschern erklärt worden, wie wir uns mit der Pandemie zu verhalten haben. Und auf einmal haben wir gedacht, oh, das ist ja so relevant für unseren Alltag, wie wir es vorher nicht kannten. Das ist an Sie drei die Frage. Also wie spüren Sie das, diesen neuen Stand der Wissenschaft? Ich nehme an, einerseits ist das ein großer Gewinn für Sie, also für Sie beide. Andererseits ist ja auch der Druck enorm groß, oder? Oder ist das in Ihren Bereichen nicht so? Ja. Ja doch, also das würde ich unterschreiben, ich weiß nicht, ob es unmittelbar mit der Pandemie zusammenhängt, ich habe es davor auch schon gemerkt, der Anspruch, dass man auch in der Wissenschaftskommunikation im Sinne des, ich kann das jetzt auch in 2 Minuten sagen, woran ich forsche, dass der zugenommen hat, das unterschreibe ich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir also auch mich eingeschlossen, die Wissenschaftler da so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, überfordern, weil die gut in einer Wissenschaft sein und vielleicht auch die mathematischen Zusammenhänge nachdenken können, so seine Tricks da gelernt haben, dass man dann sich frei bewegen kann und forschen kann, ist das eine. Das Ganze auf einen einfachen Punkt bringen und gut zu kommunizieren, sodass das Leute, die diesen Hintergrund nicht haben, ist was anderes. Und je länger man in einem Bereich forscht, je mehr taucht man ab und je mehr entfernt man sich zumindest im Sinne der Wissenschaftskommunikation auch davon, die einfachen Tricks anzuwenden. Aber das ist ja gerade das Training. Man soll ja um die Ecken denken lernen, immer komplizierter denken. Und jetzt kommt, dass aber gesagt wird, nein, ein Hochschullehrer muss und vielleicht auch durch Corona insbesondere verstärkt auch Wissenschaftskommunikation machen. Da sage ich Hut ab vor dem, der es kann. Der Neurochirurg, wenn ich da unter Messer liege, der soll mir den Tumor rausschneiden, der ist mir egal, ob der darüber reden kann. Und so ein bisschen stimmt das aber auch. Aber Ihnen ist schon wohler dabei, wenn er Ihnen das vorher anständig erklären kann und Ihnen vermitteln kann, was er da tut. Also Kommunikation gerne, ist ja... Oder das soll mir der Assistenzarzt erklären, das okay. Ist mir egal. Also derjenige, der das macht, soll fachlich kompetent sein. Und ich glaube, bei der Wissenschaft ist fachliche Kompetenz sehr wichtig. Und das bedeutet, jetzt auch noch das Verlangen haben oder den Anspruch, jetzt müsst ihr aber auch darüber reden können und diese Abstraktion hinkriegen und auch diese Verbindung hinkriegen mit Leuten, die nicht in dem Fach studieren, empfinde ich eher als Belastung insofern, dass man sich denkt, was soll man noch alles können? Also man muss Forscher sein, okay, das ist der Deal. Man muss auch Lehrer sein, da sind wir fürchterlich ausgebildet und müssen es trotzdem tun. Also wir sind eigentlich gar nicht ausgebildet, sondern wir stehen da auf einmal und erzählen den Studenten was. Jetzt sind wir auch noch Wissenschaftskommunikation, da kommt so viel dazu, obwohl man ja eigentlich schon olympiamäßig Triathlet sein soll. Das empfinde ich immer als ungerecht, wenn man dann bei Leuten, die sagen, ich kann das nicht und die sind dann vielleicht verquarzt, können sich nicht gut ausdrücken, denen fehlt diese Kompetenz. Wenn dann gesagt wird, das musst du jetzt aber auch können, das ist der Anspruch, weil es sind ja Steuergelder oder sowas, kommt dann immer häufig als Argument. Da denke ich mir immer, naja, erstmal willst du, dass der Krebs heilt. Und wenn er das macht, dann holst du dir einen sehr guten Reporter, der nämlich auch seine Existenzberechtigung hat, der das auch studiert hat. Oder sich Jahrzehnte damit beschäftigt hat, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären. Das ist eine Profession für sich. Alles kann man nicht können. Aber Frau Kölbe, Sie fordern das auch, ne? Das war Ihnen ganz... Ja, absolut. Absolut. Und zwar deshalb, die Wissenschaftler bisher, die Generation, hat das nicht mehr nötig gefunden. Das ist nämlich ein Punkt. Das zu erklären oder das, was wir machen, also war nicht notwendig. Haben sie es auch, hatten nie das Bedürfnis, es zu tun. Aber, und was mir eben mehrere gesagt haben, zum Beispiel der Nobelpreisträger, der Englische, der sagte, wir haben die Verantwortung, das zu erklären, möglichst natürlich, dass es verstanden wird. Wir werden aus Steuermitteln finanziert und die Gesellschaft soll hören, was wir machen und auch so verstehen. Und übrigens auch einer der Nobelpreisträger sagte übrigens mit dem Reden lernen, also erstmal müssen Sie sich halt bemühen und nicht sagen, naja, das ist nicht notwendig. Ja? Das ist auf Wissenschaftlerseite schon auch eine Sache, dass Sie sich nicht bemühen wollen, manche. Und die andere Geschichte ist natürlich so, einer sagte, erst wenn ich das meiner Großmutter erklären kann, habe ich es auch wirklich begriffen, weil ich dann so runterbrechen kann auf wirklich das, was es ist. Und nicht,
ein Gebilde drum bringen. Und eine andere Wissenschaftlerin sagte mir, wir müssen, also auch die Verantwortung der Gesellschaft sagen, an was wir forschen, ebenfalls verständlicherweise, weil dann können sie auch mitentscheiden oder dann sind sie sozusagen, dann wissen sie, was es bedeutet, wenn wir in der Richtung forschen oder in der Richtung etwas anschieben, was die Gesellschaft vielleicht verändern kann. Und deshalb können sie sich bewusst machen und vielleicht dagegen sein oder dagegen steuern oder was immer auch. Es gibt einen Austausch zwischen Gesellschaft und Forschung. Also da ist von der Wissenschaftsseite sehr wohl von etlichen im Prinzip ein anderes Denken da, ein anderes Bewusstsein da, was ich absolut notwendig und richtig finde. Und wie gesagt, Sie haben es ja inzwischen selber auch gesagt, die Wissenschaftler, ist nicht immer bei mir entstanden. Und wenn da so ein Austausch entsteht, dann ist auch die Forschung wird in der Gesellschaft auch ganz anders wahrgenommen oder unterstützt eben auch. Auch das kommt eben dann zustande. Das ist der ideale Zeitpunkt, gleich das zu öffnen, dass Sie sagen können, was Sie für einen Eindruck oder eine Forderung an die Wissenschaft haben. Aber Sie wollten noch reagieren, Frau Erbenbeck. Genau, ich wollte dazu auch noch sagen, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Corona-Pandemie natürlich den Blick auf die Wissenschaft verändert hat, aber es ist auch dazu geführt hat, dass eben nicht nur an den einzelnen Wissenschaftler, sondern an die Wissenschaft an sich irgendwie, also auch überzogene Ansprüche jetzt gestellt werden, weil es ist ja so, dass eben die Wissenschaft letzten Endes eine Konsensbildung ist zwischen verschiedenen, zwischen verschiedenen Gruppen, zwischen verschiedenen Meinungen. Und das ist etwas, was sich eigentlich meistens, natürlich gibt es manchmal auch komplette Paradigmenwechsel innerhalb von einem Paper, ja, oder einer Publikation, aber meistens ist es eben eine Konsensbildung, die über längere Zeit stattfindet. Und dieses, dass wir sozusagen den Anspruch haben, dass die Wissenschaft uns jetzt die Lösung sagen soll, in diesem Moment, das ist eigentlich etwas, was seriöse Wissenschaft gar nicht kann, meiner Meinung nach. Und dann ist natürlich der Moment, wo, sag ich mal, einzelne Wissenschaftler eben dann in den Spotlight treten und da hat man dann bestimmte Charaktere, also das fördert dann eben bestimmte Charaktere zutage, die vielleicht das mit dieser Konsensbildung nicht ganz so ernst nehmen oder denen das vielleicht diese Ernsthaftigkeit nicht ganz so wichtig ist. Und dann hat man ein Problem, dass dann sozusagen Leute für die Wissenschaft kommunizieren, die gar nicht für das stehen, wofür die Wissenschaft eigentlich steht als Ganzes. Okay, also da höre ich schon einen kritischen Rückblick auf das, was uns die letzten 3 Jahre begleitet hat. So, jetzt sind Sie an der Reihe. Ich hoffe, Sie haben Fragen gesammelt. Als Sie vorhin sprachen über Macht, die Politiker und Wissenschaftler, da hoffe ich, Sie stimmen mir bei. Gibt es eine Politikerin, die beides beinhaltet? Frau Merkel als Chemikerin. Kann es sein, dass Sie vielleicht über diese Schiene auch auf dieses Projekt gestoßen sind, weil eben Frau Merkel beide in einer Person beinhaltet, also die Wissenschaftlerin und Politikerin, und sie ist ja wirklich eine Ausnahmepolitikerin gewesen oder ist sie noch immer noch? Nein, sie war nicht der Auslöser, sondern wirklich mein Kontakt mit den Wissenschaftlern. Eben so, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe, was sie forschen. Und deshalb ist mir dieser Punkt so wichtig. Und nicht, dass man so als doof oder dumm, die verstehen ja doch nichts, abgetan wird, was so eine Tendenz ist von der Wissenschaft. Also das war ein ganz wichtiges Motiv, wie gesagt, der Kontakt mit den Wissenschaftlern. Aber gut, dass Sie Frau Merkel aufgegriffen haben, wenn man sieht oder ich habe erlebt, wie sie Politik macht. Und im Prinzip haben wir immer gemerkt, wenn ich jetzt die Periode sehe und die Interviews auch mit ihr sehe, dass sie Wissenschaftlerin war, Naturwissenschaftlerin war. Und das ist ganz stark in ihren Politikstil eingeflossen. Absolut, muss man sagen, ja. Und das hat sie aber auch immer auf dem Boden gehalten, in dem Sinne auf dem Boden gehalten, weil sie ist eine fantastische Analystin. Also die hat analysiert, irre. Gedächtnis, toll. Und dass sie eben dann auch wie ein Naturwissenschaftler bei all den Dingen sozusagen erstmal eine Art innere Balance oder Festigkeit hat. Also nicht hoch und tief, sondern also Naturwissenschaftler, auch wenn sie einen Riesenerfolg haben, gehen sie nicht, oder dann fallen sie nicht, oder wie gehen wir aus dem Häuschen, gehen sie nicht. Aber oder wenn irgendwas passiert, hat sie eben gesehen, aha, das ist passiert, was kann man ändern, was kann man tun. Also das hat sie praktisch wie ein Wissenschaftler, hat sie auch Politik gemacht. Und deshalb war sie eben auch da eine Ausnahmeerscheinung.
Ich habe eine Frage. Es wurde viel von Forschung und Wissenschaft geredet und nur einmal, ganz marginal, wenn es um Kommunikation ging, kamen die Studenten ins Gespräch. Die Lehre. Wie vereinbaren Sie Forschung und Lehre? Und die Frage an die Künstlerin, haben Sie auch nach die großen Wissenschaftler nach ihrer Lehrtätigkeit gefragt? Also außer dem Max-Planck-Forscher haben die natürlich alle müssen lehren sozusagen. Das sind hauptsächlich die Max-Planck-Leute ausgenommen. Und ich denke, mit der Lehre, ich würde es so zusammenfassen. Was mir erzählt wurde, wie manche Lehrer sozusagen den Samen gelegt haben, dass sie Naturwissenschaftler geworden sind, weil sie so fast die Lehrer in der Schule, also im Gymnasium, so fasziniert waren und mit denen Experimente gemacht haben und die sozusagen angestochen, angepikst haben, dass sie das dann machen. Und diese Art von Persönlichkeit, wenn also auch ein Professor, wenn die Studenten merken, wie fasziniert der ist, oder wie er es vermitteln kann, da sind wir wieder bei dieser Stufe. Wie kann er es vermitteln? Da sind wir schon bei der ersten Stufe. Wenn er nicht gut lehren kann, wird er hinterher auch seine Forschung nicht erklären können. Also muss er da schon anfangen, etwas zu erzählen und auch von dieser Faszination übermitteln. Und das ist etwas, was ich glaube, was also in der Wissenschaft, ich mache wirklich groß, das Entscheidende ist. Und das überträgt sich. Kann er mein Vorbild sein? Oder ist er dröge? Er macht halt seine Vorlesung fertig. Also da ist der große Unterschied. Die Lehre. Ja, also die Lehre. Ich denke auch, dass die Lehre ein ganz essentieller Teil unserer Aufgabe ist. Es gibt da natürlich einerseits die Lehre mit den Studentinnen, die also eben dazu auch zu unserer Berufsbeschreibung gehört mit Forschung und Lehre, aber natürlich auch eine große Herzensangelegenheit ist. Und wir kriegen ja mittlerweile auch, sage ich mal, Evaluationen. Das ist ja auch, das war früher vielleicht nicht das Gleiche. Wir sehen ja, was die Studenten auch kritisieren. Und ich glaube, das liegt uns sehr am Herzen, da eben Leute zu inspirieren, auch zu rekrutieren und eben diese neue Generation auch auszubilden. Und dann ist aber natürlich der andere große Teil der Lehre eben, dass wir auch ja im Kleinen, sozusagen in unseren Laboren Leute haben, für die wir selber Mentoren sind. Und ich hatte ja gesagt, dass mir persönlich für mich mein Mentor sehr wichtig war. Und ich versuche genau das jetzt eben auch zu machen bei mir im Labor. Ich finde es sehr wichtig, dass man diese 1:1 Gespräche hat, dass man Leute begleitet, wirklich ein offenes Ohr hat. Und ich glaube, das Schönste ist dann, wenn man sieht, dass aus dieser Lehre und aus diesem Mentoring eben auch wieder was Neues erwächst. Und also ich habe jetzt zum Beispiel meine erste Doktorandin hat jetzt gerade eine Professur bekommen und ist jetzt gerade mit ihrem ist gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger. Und beides, und sie hat bei beiden gesagt, dass sie weiß, dass das doch funktioniert, weil sie hat es ja gesehen. Und das fand ich so schön. Und also ich glaube, ein schöneres Kompliment kann es überhaupt nicht geben. Bitte. Gibt es noch Meldungen? Sonst, ja, da hinten. Ja. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, die vielleicht weniger mit der Wissenschaft, sondern eher mit den Menschen dahinter zu tun hat. Sie haben jetzt diese Menschen der Wissenschaft rausgeholt, gezeigt. Wie ist es mit dem eigenen Bild? Haben Sie selbst entschieden, welches Bild tatsächlich genommen wird, oder haben die Wissenschaftler haben Sie Mitspracherecht gehabt? Wer war bei dem? Also ich kenne das einfach, dass die Eitelkeit oder das eigene Bild eine sehr spezielle Geschichte ist. Wer hat entschieden, was gezeigt wird? Ich habe entschieden. Sehr gut. Und zwar deshalb, weil ich ja keine Hochberichterstattung mache. Oder ich bin nicht bezahlt. Wenn jemand engagiert werde und bezahlt werde, machen Sie ein Porträt von mir. Dann muss ich natürlich, das weiß ich, etwas freundlich oder fotografieren. Ja, ist ganz klar. Dafür werde ich sozusagen, wird man bezahlt. Aber bei allen meinen Projekten, bei allen, auch bei den Politikern oder bei der Angela Merkel, niemand hat entschieden, ich habe entschieden. Angela Merkel hat nicht mal
den Versuch gemacht, ihr etwas vorzulegen. Ich habe dann, sie haben mir völlig freie Hand gelassen. Also bei allen künstlerischen Projekten ist ganz klar, dass ich entscheide. Aber wie gesagt, ich habe ihnen nicht vorgeschrieben oder überhaupt nur vorgemacht, was sie machen sollen. Ich versuche immer, das Wesen des Porträtierten zu erfassen, wenn es in einer sehr guten Weise, dass man wirklich etwas sieht von der Person. Es ist nie vorgekommen, dass jemand sagte, Bitte? Es ist nie vorgekommen, dass eine Person sagte, na, ich bin nicht so ganz wohl mit dem. Nein, also beim Fotografieren, es war immer sehr schön, also ich bin auch heute noch mit vielen in Verbindung und sie haben alle das Buch und sind alle glücklich, dass sie dabei sind. Ich werde jetzt mal ein paar Fragen, weil das ist ja in der Ausstellung auch möglich, Anmerkungen hinzuschreiben auf eine Tafel. Da werde ich jetzt mal ein paar Publikumsfragen aufgreifen. Eine heißt, Wissenschaft kann auch die Büchse der Pandora öffnen. Wie gehen WissenschaftlerInnen mit diesem ethischen Dilemma um? Ja, das mag für KI und ja, für genau. Algorithmen stimmen. Gerade wenn man die Algorithmen für militärische Kriegsführung einsetzt, was ja auch getan wird, das stimmt. Damit sind wir konfrontiert. Ich glaube, das sind persönliche Entscheidungen, die die Leute treffen. Aber Sie sagen immer von Algorithmen, das ist ja klar. Aber die entstehen ja nur, und da ist der Ausgangspunkt. Wie werden die Maschinen gefüttert? Mit allen Vorurteilen, die wir haben. Die sind alle drin. Und das ist die große Gefahr. Und da spricht man, glaube ich, viel zu wenig. Wie füttern wir die? Also wie gesagt, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das sehe ich auch so, ja. Das würde ich auch aufgreifen, unterschreiben und so ein bisschen in die Richtung, da wollte ich auch drauf hinaus. Wenn man dann von jetzt mal in die Zukunft guckt und man hätte ein autonomes Auto und das trifft eine Entscheidung und Menschen kommen zu Schaden, dann spricht man abstrakt über das Objekt, das Auto hat die Entscheidung getroffen. Aber es ist genau richtig, wie Sie gesagt haben. Es gab Ingenieure oder Informatiker und Mathematiker im Vorfeld, die dafür gesorgt haben, dass diese Funktionalität ins Auto kommt, auch politische Entscheidungsträger. Und an der Stelle sehe ich das auch so. Es ist in der Tat so, jede Wissenschaft kann missbraucht werden. Ich glaube, jede Erkenntnis kann irgendwie zu was Gutem und zu was Schlechtem benutzt werden. Und was wichtig an der Geschichte ist und auch häufig von abstrahiert wird, weil es gerne auf so etwas Abstraktes geschoben wird. Die Wissenschaft macht das. Nee, da sind Menschen, die machen was. Und auch die Menschen, die dann das Rausgefundene und das Gemachte in der Wissenschaft aufgreifen und in irgendwas überführen, was dann in den Alltag wirkt, das sind auch Menschen, die das gemacht haben. Und da ist man häufig schnell dabei, dass man die Wissenschaft als abstraktes Damoklesschwert, was über unserem Kopf hängt, nimmt. Das stimmt aber gar nicht. Die Wissenschaft selber ist neutral. Also das klassische Beispiel ist immer die Atomenergie. Die kann man gut und schlecht nutzen. Edward Teller, den ich gefragt habe, den ich auch noch interviewt hatte, da habe ich gehört, er hatte mitgewirkt an der Atombombe und an der Wasserstoffbombe. Und dann habe ich ihn gefragt, welche Verantwortung habe, ob er das Gefühl hat, dass er Verantwortung hat. Er sagte, nein, die Wissenschaft hat keine Verantwortung, weil die Wissenschaft wird immer erforschen, was nur irgendwie möglich ist. Und in dem Fall ist es so, bei der Wasserstoffbombe oder Atombombe, dass die Politiker die Verantwortung tragen, also die Gesellschaft und die Politik hat die Verantwortung dafür, was sie damit machen und wie sie es einsetzen. Das war die Antwort von Edward Teller. Sie wissen wahrscheinlich, wer er ist. Und deshalb habe ich auch viele von den Wissenschaftlern gefragt, wie sie es mit der Verantwortung halten. Also da war die Antwort gemischt, muss ich sagen. Um das auch noch abzuschließen, das kann ich auch mit so ein bisschen der Lehrfunktion verknüpfen, wo man ja auf einmal dann auch in der Rolle ist, dass man Doktoranden vielleicht da Antwort geben muss. Wenn du das und das erforschst, was hat das für Implikationen? Und so richtig die beste Lösung habe ich noch nicht. Aber ich glaube, was man machen kann, und das greift das auf, was Sie gesagt haben, ich würde den Doktoranden sagen, was da Ethik und Moral schon was ist, was Leute persönlich in sich tragen und ich glaube auch sich darauf verlassen können, dass sie es haben, würde ich Ihnen sagen, überleg dir, wozu das benutzt werden kann und mach dir selber klar, ob du dann dahinter stehst oder nicht. Weil eine gewisse Entscheidung, wenn man das berühmte Buch von Dürrenmatt, die Physiker, das spielt ja mit der Idee, das muss man sich schon selber fragen, ob man dahinter stehen möchte. Ich glaube, so ganz die Moral von sich schieben und sagen, naja, das sind dann ja andere und so, kann man irgendwie nicht, also das fühlt sich auch nicht richtig an. Entsprechend würde ich sagen, von Fall zu Fall und von Individuum zu Individuum und von Forschungsprojekt zu Forschungsprojekt müssen das die Individuen hinterfragen, sich dort auch positionieren. Und wenn sie aber da zu einem Entschluss gekommen sind, kann man auch dahinter stehen.
Aber es ist eine extrem schwierige Sache und ich glaube, keine Schwarz-Weiß-Kategorie. Noch von Ihnen eine Frage, ein Beitrag dazu? Sonst greife ich nochmal von der Frage von der Tafel auf oben. Welche Forschung hat die Welt verbessert? Wenn keine, wozu dient sie dann? Harte Frage, ne? Ich weiß, eine Forscherin, ist dabei, ne, die Malaria endlich beenden, also die endlich das geeignete Mittel finden möchte, um Malaria für immer aus der Welt zu schaffen. Aber es ist ein schweres Unterfangen. Und es wird ganz viel über Krebs geforscht. Und ich muss Ihnen sagen, dass die Frauen, die meisten nicht mehr an Brustkrebs sterben, ist wirklich ein Resultat der Forschung, dass andere Krebsarten also schon, wie gesagt, heilbar sind. Ist ein großes Resultat. Dass Barry Sinoussi hat einen Nobelpreis gekriegt, weil sie den HIV-Virus erforscht hat. Also heute kann man da sozusagen überleben, man stirbt nicht mehr daran. Also es gibt so viele Forschung, die also die Welt sozusagen uns Menschen sozusagen geholfen hat, besser zu leben, länger zu leben. Also das muss man, kann man sagen, also Forschung ist wirklich, hat der Welt auch gedient. Natürlich, wie gesagt, Atombombe ist was anderes, aber hat in vielen Fällen der Welt wirklich gedient. Das Plädoyer einer Nicht-Wissenschaftlerin, einer Fotografin, wunderbar, einer Künstlerin. So. Wir haben schon angesprochen, was auch die, also wir sind uns alle einig, wir wollen junge Menschen faszinieren für die Wissenschaft, dass Wissenschaft wichtig ist und so weiter. Aber es gibt eben auch Herausforderungen, Probleme und Probleme, die man ansprechen muss, die sich auch verbessern können. Sie haben schon, das eine ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das andere ist die Bezahlung. Ein wichtiger Begriff ist, glaube ich, Wettbewerb und Gelder. Und da hatten wir im Vorfeld darüber gesprochen, was ist da, was läuft da schief und wohin müsste es eigentlich gehen? Ja, das stimmt. Das müssen wir machen. Wir schreiben Anträge, wir müssen Gelder kriegen. Das ermöglicht uns dann die Forschung, die dann hoffentlich auch erfolgreich ist. Und das geht auch auf Ihre Anfangsdinge zurück, die Sie ganz zu Anfang gesagt haben, dass da auch ein ganz gehöriger Wettkampf mit drinsteckt oder Competition, also ja, auch wieder wie beim Sport vielleicht. Auf der anderen Seite, zumindest empfinde ich das so, das ist nichts, was sich der Wissenschaftler aussucht, sondern das ist das, was der Wissenschaftler vorfindet, wenn er diesen Karriereweg einschlägt. Und Wissenschaft auf der anderen Seite funktioniert auch kooperativ. Also wenn wir uns einen Teilchenbeschleuniger bei CERN angucken, da sind alle Naturwissenschaften beteiligt, und zwar zu einem substanziellen und signifikanten Anteil. Und nur weil sie Hand in Hand an so einer Maschine arbeiten, können wir den nächsten Nobelpreis in Physik ermöglichen. Das heißt, auf der anderen Seite braucht Wissenschaft auch Kooperation, nicht nur Konkurrenz. Und ich würde fast schon naiv sagen, eigentlich leiden alle Wissenschaftler unter der Konkurrenz, weil man sich immer mehr freut, wenn man sich mit jemandem zusammenfreuen kann. Das ist immer besser, als wenn man weiß, ich habe jetzt den Antrag und er nicht. Da ist man stolz, dass man es geschafft hat. Aber man ist ja nicht missbillig und sagt, ah ja, toll, jetzt bin ich besser als er oder so. Sondern würde man zusammen essen gehen können und feiern können, wenn man zusammen was geschafft hat, glaube ich, ist die Belohnung im Menschen als Herdenwesen noch größer. Da haben Sie in Ihren Interviews, glaube ich, anderes erlebt zum Teil. Irgendeiner hat gesagt, es war immer Competition und das fand er aber gut. Ne? Ja, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe. Ja, aber das stimmt wirklich. Also ich hatte jetzt gerade noch mal einen japanischen Nobelpreisträger interviewt und der sagte mir, dass er in Amerika viel Competition hat, aber die ist offener und die ist klar. Und es ist noch etwas in Amerika, was ganz anders ist als in Deutschland. Da kommt wieder noch etwas, zum Beispiel in Harvard, in Stanford, überall haben sie gesagt, wenn einer von uns ausgezeichnet wird, wenn einer von uns den Nobelpreis kriegt, haben wir das Gefühl, wir haben ihn gekriegt. Wir, Harvard oder Stanford oder was immer auch. Hier in Deutschland ist es nicht so. Hier ist die Rivalität und der Neid einfach so groß, dass man es nicht gönnt. Keiner denkt, wir haben gekriegt, die Institution. Also da ist nochmal einfach ein grundsätzlich anderes Denken, dass man sich gemeinsam freut und gemeinsam etwas macht und nicht dieser Neid, der eben in Deutschland sehr groß ist und leider
auf vielen Ebenen eben wirklich auch in der Gesellschaft. Wobei Herr Risse ja sehr teamorientiert offenbar ist. Ne? Aber ich würde wirklich sagen, man muss das ein bisschen von Anfang her betrachten. Wie ist es dazu gekommen? Man kann natürlich ex post sagen, der ist jetzt kompetitiv und wir finden hier einen kompetitiven Wissenschaftler. Und man findet, wenn man Wissenschaftler anguckt, sehr viele kompetitive Menschen. Das stimmt. Aber das liegt vielleicht so ein bisschen auch daran, dass das System so ist. Und die Leute, die kompetitiv agieren können, es dann auch nach oben schaffen. So ein Selektionsmechanismus. Und das dann auch im schlimmsten Fall nicht mehr hinterfragen, warum sie sind. Ich glaube aber andersrum, wenn man sich ein anderes System denken könnte, was etwas weniger auf Ellbogen, Konkurrenz, habe ich das Paper oder mein Kollege, was brauche ich, um meine Professur zu kriegen, wenn man es irgendwie anders implementieren könnte, auch wenn ich jetzt nicht die Lösung dafür gerade aus dem Ärmel zaubern kann, glaube ich aber schon, dass es insgesamt eine Entlastung schaffen würde in dem System, weil es das System de facto auch produktiver machen würde, weil ich glaube, dass die Konkurrenz, das erlebt in jeder Mensch, in jeder Wissenschaft, man verrät manchmal Ergebnisse nicht. Man hält sie zurück auf Konferenzen und man antwortet ausweichend, weil man vielleicht das große Paper noch nicht hat. Sprich, man hat sogar einen Moment der wissenschaftlichen Rückschritts, weil die Konkurrenz so hoch ist, dass man irgendwie seine Überlebensstrategien entwickelt, die aber fortschrittsfeindlich sind, die aber Resultat sind des Systems, in dem man aufwächst und in dem man sich beweisen muss. Also es ist eine Reaktion. Es ist nicht, aus dem Menschen kommt heraus, nee, der ist kompetitiv und der macht das, die mag es auch geben. Aber die Mehrzahl der Wissenschaftler, die kritisch hinterfragen, wie sie dazu gekommen sind, die würden sagen, ja, stimmt, ich muss das machen, aber ehrlich gesagt, Spaß macht es mir nicht. Und dementsprechend so ein bisschen diese Henne-Ei-Problematik. Ich glaube, die Mehrzahl wäre kooperativer, wenn sie es sein könnte. Aber da sind wir wieder bei der Goldmedaille. Es wird eben aber nur ein Nobelpreis verliehen und nicht fünf. Und wenn, ich habe es ja auch gesehen an dem australischen Forscher, der sagte, seine Gruppe hat Highspeed, also wirklich gearbeitet, mehrere Jahre, weil die wussten, ein amerikanisches Team arbeitet auch dran. Aber vielleicht ist der Nobelpreis ein schlechtes Anreizsystem. Und dann, ja, aber dann habe ich ihm gesagt, wow, Sie sind vorne dran und die alle anderen, die im Labor auch mitgearbeitet haben. Ja, und da gab es natürlich auch Streit hinterher etwas. Aber es ist im Sport auch halt nur die Goldmedaille. Ich weiß nicht, wie man das System ändern könnte. Es gibt eben nur einen Nobelpreis und nicht 10 Nobelpreise oder nicht 5 aus der gleichen Gruppe. Einer muss davor stehen und es ist noch etwas, aber einer muss die Idee haben und das ist mit das Entscheidende. Der hat die Idee, das möchten wir erforschen und dann nimmt er sein Team mit und fasziniert natürlich das Team, dass die dann alle so entsprechend leidenschaftlich arbeiten. Aber nicht das Team hatte die Idee, sondern er hatte die Idee und das ist das, was auch die Wissenschaft weiterbringt und der kriegt dann eben auch die Goldmedaille oder den Nobelpreis. Aber zu Ihrem anderen Punkt noch, ich habe noch 4 ganz junge Wissenschaftler interviewt und die haben alle in ihren Laboren, also fachübergreifende Leute engagiert, also in ihren Labors, also dass sie einfach weiterdenken, vielfältiger denken, nicht mehr nur in eine Richtung denken, in einer Fachrichtung denken. Die haben eine bunte Mischung in ihren Laboren, weil dadurch etwas viel mehr Neues entsteht und anderes entsteht. Also auch das, da hat sich vieles geändert, zumindest hauptsächlich in Amerika. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber jedenfalls, das ist eine neue Richtung, bunter, also weiter zu denken, offener zu denken. In Münster ist das so. Aber Sie haben ja auch in Ihrer... Sie haben ja auch in Ihrer Ausstellung ein Beispiel, wo 2 Damen, Frau Charpentier und die andere zusammen sozusagen sich dann so perfekt ergänzt haben, dass sie, was CRISPR-Cas-Forschung angeht, zusammen weitergekommen sind. Also ich würde sagen, wir arbeiten daran, dass das Nobelkomitee auch Teams auszeichnet. Wäre das nicht eine Lösung? Nicht nur immer einzelne Leute? Da haben auch beide gekriegt. Ja, genau. Beide, aber vielleicht eben noch mehr. Ja. Ja. Das wird schwierig. Ich glaube, das wird so schwierig, weil jeder sagt, ich habe aber auch noch was gemacht. Ich habe auch noch was gemacht. Frau Erbenbeck. Da wird es noch schlimmer. Ich wollte zu dem Aspekt der Forschungsförderung noch sagen, dass natürlich diese Förderung von bestimmten Themengebieten, die ja letztlich stattfindet, natürlich auch dazu beiträgt, dass sich die Themengebiete einschränken und man selber diese Themengebiete einschränken. Also
Wir haben jetzt zwar eben in dem Video gehört, die hatte eine ganz großartige Idee und hat es dann auch, sag ich mal, mit Hartnäckigkeit verfolgt, aber das wird sicherlich nicht jeder so machen, sondern der wird sich sagen, ich habe vielleicht eine gute Idee, aber das ist jetzt schwer zu vermitteln und das ist jetzt vielleicht nicht gerade das, was im Moment das ist, was gefragt wird. Und da sind wir halt an dem Punkt, wo man sagt, ja, okay, die Lehre und die Wissenschaft sind frei, aber so frei sind sie dann eben doch nicht, weil es eben doch natürlich gesellschaftliche und politische Themen gibt, die eben auch dann wiederum vorschreiben, was gefördert wird. Und das sehe ich als großes Problem, weil man natürlich letzten Endes ist ja die Wissenschaft Ergebnis, sollte ja ergebnisoffen forschen. Wenn man jetzt aber sagt, man unterstützt jetzt eben die Batterieforschung beispielsweise, weil das eben das ist, was im Moment das ist, dann verpasst man vielleicht den Moment, wo man das nächste Forschungsthema von in 20 Jahren wieder fördert, weil man vielleicht selber die Leute, die die Arbeiten auswählen, diese Weitsicht aus irgendeinem Grund noch gar nicht haben und man es noch gar nicht abschätzen kann. Und da finde ich, da haben wir ein Problem, weil wir natürlich immer, das sind immer Leute, die sozusagen in ihrem Themengebiet denken, dann eine bestimmte Arbeit raussuchen und da auch Gelder geben und wir uns da letzten Endes auch dann eben damit einschränken. Also eine der jungen... Nochmal darauf zurückzukommen, auch was Sie sagten, Sie müssen immer Anträge schreiben. Eine der jungen Wissenschaftlerinnen, die ich noch interviewt hatte, also ich wollte eben auch sehen, welche Richtung gibt es denn bei den Neuen, die also noch nicht etabliert sind, wie denken die? Und die hatte sich eben auch ein Fach ausgesucht, was mit Gesundheit zu tun hat, mit Medizin und Körper. Und dann sage ich, warum sie sich das ausgesucht hat. Dann meinte sie, naja, insgesamt sagte, follow the money. Und dann weiß man, in welche Richtung Forschung geht. Ja. Letzte Chance, noch was zu fragen. Ansonsten, Sie müssen schnell sein, wollte ich noch ein Zitat anbringen von Helmut Schwarz, weil hier eine Dame gerade nach der Lehre fragte, nach der Wichtigkeit der Studentinnen und Studenten. Und er sagt, meine besten Lehrer waren die Studenten. Ein schönes Zitat. Und schließen möchte ich diese Runde mit der Verbindung von Wissenschaft und Kunst. Sie als Künstlerin, Sie als WissenschaftlerInnen, was ist Ihr Fazit? Sie haben vorhin gesagt, die Beharrlichkeit ist ähnlich. Was ist es noch darüber hinaus? Arnold Zeilinger, der Quantenphysiker, der war vor, nicht bei der letzten viele sehr umstrittenen Dokumente, sondern ich glaube davor oder noch davor, hat er als Künstler ausgestellt, seine Quantenphysikmodelle, alle Leute, ich erinnere mich, in Kassel standen davor und haben gerätselt und das sah wirklich aus wie ein unglaublich faszinierendes Kunstwerk und der hat Stunden mit den Leuten und Gästen diskutiert, da kamen also auch Kunst und Wissenschaft zusammen. Aber Frau Kölbel, können Sie diesen Bogen am Ende spannen? Herr Zeilinger hat jetzt auch den Nobelpreis bekommen, auf den er lange gehofft hat. Aber was ist noch etwas? Ich glaube, diese Freiheitsdenken, das ist etwas, wo ich sehe, wenn ich zumindest meine Biografie sehe und meine Arbeiten sehe, also diese Freiheit, die ich habe, immer neue Projekte zu machen, was anderes zu machen, diese Leidenschaft, ich decke immer neue Welten sozusagen durch meine Arbeit. Also ich sehe da sehr viel, jedes Mal ist ein neues Forschungsgebiet. Einmal ist es das Militär, einmal ist die Wissenschaft oder es ist Architektur, also deutsche Wohnzimmer oder was. Also diese Kreativität, diese Neugierde, diese Freiheit. Für mich ist Freiheit ein ganz, ganz großes Wort. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns da verbindet. Ja. Aber um es nicht allzu... das klingt ganz toll, aber natürlich gibt es auch da die Probleme des Wettbewerbs. Natürlich gibt es auch da die Freiheit, impliziert auch immer eine Unsicherheit. Lande ich mit dem Projekt? Sie sind inzwischen eine sehr renommierte Fotografin. Sie können ja, wahrscheinlich alle... Ja, aber ich kannte keinen Menschen. Also wie ich angefangen habe, kannte keinen Menschen. Ich hatte keine Förderer. Ich habe von Punkt Null angefangen und habe dann eben durch die Projekte, die ungewöhnlich waren, weil ich immer Themen hatte, wo andere nicht gedacht haben, dass sie Themen sein könnten. Ich bin nie auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, sondern hab Themen gesetzt dadurch, dass ich so ungewöhnliche oder Außenseiter-Themen gemacht hatte, die für mich aber wichtig waren. Und vielleicht, das ist der Unterschied, ich hatte nie einen Vertrag, ich bin immer auf Risiko gegangen, also das ist natürlich die andere Seite und von Freiheit, auch die Unsicherheit. Also ich hatte immer Unsicherheit, nie einen Vertrag, nie was Festes, aber das muss man aushalten
und es gehört zur Freiheit dazu. Mhm. Aus Ihrer Wissenschaft, übrigens auffallend bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Sie porträtiert haben, ist auch, dass viele sagen, entweder Sie spielen ein Instrument oder der eine, der erzählt, dass er am Anfang, dass er sich immer so wahnsinnig gut Gedichte, also der hat ein Gedicht angeguckt, ich weiß nicht mehr, wer es war, und konnte es sofort wiedergeben. Mhm. Also jedenfalls diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst kommt auch in Ihren Interviews immer wieder vor. Immer wieder. Also ich hätte es am Anfang gar nicht so gedacht, aber die Wissenschaftler haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch so viel gemeinsam hätten. Und im Laufe der Zeit habe ich das wirklich auch so gesehen, dass es Ähnlichkeiten gibt, wirklich viele Gemeinsamkeiten, auch im Denken und in der Art zu arbeiten und der Art zu leben in dem Sinne auch. Oder wie Sie vorher sagten, dass man das gerne macht und dann nicht merkt, dass man jetzt einen Samstag oder 14 Stunden gearbeitet hat, weil die Zeit einfach schnell vergangen ist. Also das gehört auch dazu. Auch dieses Glück. Also für mich ist es noch etwas, dass ich oft auch nicht immer, es ist manchmal mühsam und wirklich hart, also das ohne Zweifel muss ich sagen, aber dass es manchmal ein wirkliches Glück ist oder dass ich Glück erfahre. Und einer der Wissenschaftler sagte ja, dass man einmal die Welt verändern kann, wenn einmal etwas gelingt, dass man einen Tag die Welt verändert hat. Also, oder ich erlebe es auch immer wieder, dass ich merke, dass ich mit meinen Bildern die Menschen berühren konnte. Und das ist einfach etwas Großartiges. Mhm. Möchten Sie noch was sagen zur Verbindung von Kunst und Wissenschaft am Schluss, wie es Ihnen persönlich geht oder im Man mag gar nicht jetzt, also das noch irgendwie. Oder sollen wir es so stehen lassen? Gut.